Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier und von weit weg, wo Sie immer sich zugeschaltet haben. Ich mache ganz einen kleinen Exkurs, und zwar mit diesem Bild hier. Sie sehen, das ist ein Fahrzeug, das wurde von der damaligen Ingenieurschule Biel gebaut, in Zusammenarbeit mit der Firma Bucher in Zürich, der Piccolo, ein zweisitziges Elektromobil, und im Rahmen der Tour de Sol wurde das auf Herz und Nieren geprüft. Also damals testete man, ob Elektromobile Wasser standhalten könnten, oder? Wir sind weit gekommen, das ist ein Bleifahrzeug und das hat in seiner guten Zeit vielleicht etwa 80 Kilometer gemacht. Wir sind auch weit gekommen, weil dieser Herr da, das bin ich, habe mich auch damals für Elektrofahrzeuge interessiert und heute würde ich keine Bauchtasche mehr tragen, ich habe da einen genug großen Bauch, oder? Gut, von da ging es dann hierhin, oder? Das ist das neueste Rekordfahrzeug der Firma Mercedes. Wieso zeige ich das gerne? Weil das hat einen Batteriespeicher von etwa 100 Kilowattstunden. Das ist eine große Batterie für ein Fahrzeug, meiner Meinung nach, wie ein Tesla zum Beispiel. Aber richtig interessant, natürlich neben dieser Reichweite von 1000 Kilometer, ist der Verbrauch von 8,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist das, was man, das ist eine Halbierung des heutigen Verbrauches eines Teslas zum Beispiel, oder? Und das zeigt, dass das Potenzial immer noch enorm ist, oder? Wir haben nicht nur ein Potenzial bezüglich der Energiedichte dieser Batterien, die hat also auch ein sehr hohes spezifisches Energiedichtemaß hier. Sie sehen 100 Kilowatt, nur knapp 500 Kilogramm. Also da liegt auch noch einiges drin. Aber auch im Gesamtfahrzeug lässt sich einiges optimieren. Gut, aber damit kommt dann die nächste Frage. Also wenn wir sicher sind, dass die Zukunft elektrisch ist, ist die Frage, ja gut, woher kommt der Strom? Haben wir so viele Batterien? Und für mich noch wichtiger und was die Wissenschaft jetzt umtreibt, ist die Frage, ja, was machen wir mit all den Batterien, wenn sie dann nicht mehr gebraucht werden im Auto? Und das sind einige. Also da sehen Sie die Batterieproduktion in Europa, das ist die erste Kurve hier, in 1000 Tonnen, also das sind 6,5 Millionen Tonnen hier etwa, bis 2040, also da nimmt man an, das geht dann richtig rasant, oder, mit der Durchsetzung der Elektromobilität. Und wenn diese Kurve ein Problem ist für die Investmentbanker, oder, weil die müssen die ganze Batterieproduktionskapazität in Europa finanzieren und das sind enorm viele Gigawatt-Factories, die gebaut werden, ist für mich eher das Problem hier, oder, diese Kurve hier. Sie sehen etwa mit einem Delay, am Anfang knapp vielleicht 8 bis 10 Jahren, später etwa mit 15 Jahren, kommen alle diese Batterien aus den Fahrzeugen zurück, weil das Fahrzeug nicht mehr fährt, oder ist kaputt, die Batterie ist vielleicht noch gut, oder weil man eben das gesamte Fahrzeug entsorgen will. Und dieser riesige Berg an Batterien, dem müssen wir uns annehmen. Und damit wir bereit sind, müssen wir eben heute schon arbeiten. Also so wie wir damals 1989 mit Elektromobilität nachgedacht haben, oder effiziente Fahrzeuge, müssen wir heute unbedingt über die gesamte Recyclingkette von Elektrobatterien nachdenken. Da setzt eben Circubat an. Circubat ist ein Flagship-Projekt der InnoSwiss, das geleitet wird von der Berner Fachhochschule. Wir haben rund 24 Industriepartner, 11 wissenschaftliche Partner. Die sind in 7 Projekten aufgegliedert, organisiert. Und wir wollen ein Ziel verfolgen. Wir wollen die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen verbessern. Wir wollen Speicher für die Energiewende zur Verfügung stellen und wir wollen Ressourcen sparen. Ressourcen sparen, weil wir sagen, wir müssen die Batterien nicht nur abbauen, produzieren, brauchen und wegwerfen, sondern wir wollen ein Kreislaufmodell haben, wo wir am Ende des Lebens der Batterie die Materialien wieder zurückführen an den Ursprung und wieder für den Bau von Batterien brauchen. Dazu haben wir dieses Lebensdiagramm aufgebaut und fangen wir mal hier an, das ist dort, wo Sie wahrscheinlich am ersten mit der Batterie in Kontakt kommen, nämlich First Life Use. Also Sie kaufen das Fahrzeug, die Batterie ist dort eingebaut und jetzt können Sie sagen, ja gut, das kennen wir, was braucht es denn da noch für Forschung? Da sind wir gerade dran, oh, sorry, ja, da hätte ich bei 1 anfangen sollen, trotzdem, ja, Material Recovery. Okay, ich mache das so, also da sind wir dran. Wir schauen beim First Life Use an, wie können wir die Lebensdauer verlängern. Denn der beste, oder die beste Art, wie Sie eine Batterie ökologischer machen können, ist, wenn Sie sie länger brauchen. Wenn Sie sie doppelt so lange brauchen, ist die Belastung halb so groß. Aber, und da werden wir heute sicher auch noch etwas hören,
wenn Sie den ersten Gebrauch im Fahrzeug haben, dann können Sie sich überlegen, was mache ich dann? Gibt es ein Second Use? Second Use kann ein Fahrzeug sein, das nicht so weit fährt. Es kann in einem anderen Fahrzeug sein. Oder es kann eben auch als Speicher für das Energiesystem sein. Und da ist die FH Host zusammen mit der EPFR und CSM, sind sie in diesem Bereich tätig. Also zuerst im Auto, dann geht es in einen Speicher für das Energienetz. Und dann müssen Sie die Batterien schlussendlich mal zurücknehmen. Und das Interessante ist, man vergisst das immer ein bisschen, bevor man Recycling macht, oder, muss eigentlich hier noch die ganze Rücknahme und das Disassembly erfolgen. Also ich muss die Batterie aus dem Fahrzeug nehmen, ich muss es auseinandernehmen. Und dort ist wirklich wichtig, dass man hochwertige Materialien frühzeitig trennt, oder? Also das Aluminium eines Batteriegehäuses nicht einfach mit der Batterie verhackt und dann vermischt und dann wieder relativ aufwendig aus dieser schwarzen Masse herauszieht, sondern das Aluminium frühzeitig nimmt und hochwertig rezykliert. Wenn man also das Modul möglichst früh auseinandernehmen kann, vielleicht auch gewisse Komponenten zurückführen kann, dann geht es zum Material Recovery, das macht die EMPA. Und da geht es darum, zum Beispiel in diesem Projekt, dass man relativ energiearm das Material hochwertig zurückgewinnt. Das können Sie erreichen, wenn Sie die aktiven Materialien einer Batterie nicht mit einem Kleber aufbringen, oder sagen wir mal nicht mit einem speziellen Kleber aufbringen auf die Kupferableiter, sondern Sie brauchen einen wasserlöslichen Binder, also einen wasserlöslichen Kleber. Dann kann ich die Batterie Aktivmaterialien in Wasser einlegen, dann löst sich zum Beispiel das Graphit der Anode vom Kupfer und ich kann diese Materialien sauber getrennt wiedergewinnen. Schlussendlich dann die EMPA hier nochmal, baut aus rezykliertem Material wiederum neue Batterien und wir werden im Rahmen dieses Projektes dann anschauen, wie gut die Qualität dieser Batterien sind. Und rundherum, Sie sehen es, auch wichtig, die Frage nach Lifecycle Assessment, also Sustainability Assessment, kann ich durch gewisse Änderungen in diesem Kreis einen Vorteil erbringen für später. Also wenn ich zum Beispiel die Batterie für First Life so baue, dass ich hier bei Model Assembly die Batterie einfach auseinandernehmen kann oder ich baue sie so, dass ich hier im Second Life die Batterie sehr einfach als Energiespeicher einsetzen kann, dann gewinne ich schlussendlich auch im Bereich der Umweltschädlichkeit. Also ich muss dann zum Beispiel hier nicht auseinandernehmen, ich kreiere nicht speziellen Abfall. Gut, jetzt sieht das sehr schön aus. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, weil es sind ja nicht nur die Pläne, sondern wir sollen auch über das reden, was wir gemacht haben. Oder? Also die First-Life-Anwendung im Fahrzeug, die Verlängerung der Nutzungsdauer. Oder? Wie wollen wir das machen? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir mit Hilfe modernster datenbasierter Algorithmen Empfehlungen an Sie, den User, zurückgeben, wie Sie die Batterie optimal brauchen. Und Sie sehen hier, den kennen Sie vielleicht, das ist ein Berner Pionier im Bereich der Elektrofahrräder. Von dem haben wir die Daten von rund 12.000 Batterien. Das sind 1,2 Millionen Ladezyklen. Also wir kennen genau, wie die Leute ihre Batterie brauchen. Und das sind solche Zyklen hier. Sie sehen das, das ist, wenn jemand Batterie vollgeladen hat, ist der blaue Punkt oben. Wenn er sie dann entlädt, am Schluss ist der rote Punkt unten. Wenn der rote Punkt ganz tief unten ist, hat er die Batterie tief entladen. Das ist die Zeitachse. Also er hat jetzt ein E-Bike gekauft, hat am Anfang viel gebraucht und dann offenbar etwas weniger. Gut, was machen wir mit diesen Daten? Wir vergleichen das, brauchen tausende von diesen Datensätzen, bauen ein sogenanntes Machine Learning Modell. Das ist so eine Art Berechnungsformel, die uns dann sagt, wie gut die Batterie noch funktioniert. Das ist diese orange Kurve. Sie sehen hier, das ist die Anfangsgesundheit oder die Anfangsenergie, die ich habe, 100%. Und da nach 8000 umgesetzten Amperestunden können Sie umsetzen in, sagen wir, das sind etwa 200 bis 300 Zyklen, habe ich noch 80%. Die blaue Kurve, das ist das, was die Batterie tatsächlich hat, das hat man von Zeit zu Zeit gemessen. Was haben wir jetzt gemacht? Also unser Modell sagt dann, dieser Herr hier oder Dame, die würde gescheitert, dass die Batterie nur bis 80% laden. Sie würde immer noch gleich weit fahren, sie könnte noch gleich schnell fahren, oder? Sie muss nur etwas intelligenter laden. Und dann hat er die grüne Kurve hier. Und Sie sehen, ich spare hier, das sind etwa 5%, oder? Auf die Lebensdauer gesehen, ich habe ein Viertel verlängert.
Das ist gut in der Analyse. Wichtiger, und daran arbeiten wir, sind, dass wir automatisch diese Muster erkennen und Sie bekommen dann auf Ihr Handy eine Meldung, die Ihnen sagt, also du solltest deine Batterie etwas bei wärmerer Temperatur laden oder du solltest vielleicht häufiger laden oder weniger häufig laden. Das ist dieses Kundenfeedback, das für die Leute interessant ist. Gut, herzlichen Dank. Wunderbar. Andreas, sehr, sehr, sehr spannend. Einmal mehr, zweitlebende Batterien. Ich hoffe, ihr forscht auch noch am Zweitleben der Menschen, damit wir dann diese Batterien auch nutzen können künftig. Aber nochmal zu diesen Second-Use-Batteries. Mhm. Also, man hört ja manchmal auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Heizungsersatz macht, also eine fossile Heizung ersetzt mit einer Wärmepumpe, plötzlich hat man einen Raum frei, weil man den Öltank rausreißen kann. Ist das jetzt eine Option, zum Beispiel derartige ältere Batterien dort hineinzutun und Energie zu speichern, also vor allem auch zum Beispiel überschüssige Energie im Sommer, die wir aufbereiten über Photovoltaik und die wir dann eben am Abend über das Auto wieder abzapfen können und im eigenen Wohnraum nutzen können. Ist das ein gehbarer Weg? Das ist ein komplexeres Problem. Also das Erste ist, Batterien eignen sich gut für Tag-Nacht-Ausgleich und damit nicht für Energie aus dem Sommer in den Winter zu bringen. Also von dem her, ja, ich würde Batterie einbauen in mein Haus, aber nur, weil ich meinen Eigenverbrauch optimieren will. Oder Tag habe ich Sonne, in der Nacht lade ich mein Fahrzeug oder ich habe auch sonstige Verbraucher. Oder? Und auf deine Frage, wirklich empfehlenswert wäre eigentlich, wenn Sie umstellen auf eine von deiner Ölheizung, dass du einen Wärmespeicher anbringst. Oder? Dann kannst du nämlich zwei Probleme lösen. Also einen Wärmespeicher kannst du im Sommer laden, also zum Beispiel ein Eisspeicher. Oder? Also du nimmst Wärme im Sommer, lädst ihn ein, dann kannst du über Monate lang kannst du die Wärme behalten und im Winter nimmst du die Wärme direkt zum Heizen, oder? Und warum ist das gut, oder? Erstens mal kann ich saisonal speichern und das Zweite ist, das freut dann vielleicht Ranet, oder? Ich kann damit auch Strom sparen im Winter, oder? Im Winter ist Strom etwas rareres Gut als im Sommer, oder? Also, und damit haben wir jetzt einen sehr großen Bogen gemacht, aber das ist mir noch wichtig. Thermische Speicher sind eine Möglichkeit, wie wir das Stromproblem im Winter auch lösen könnten und gleichzeitig Wärme vom Sommer in den Winter bringen. Ich habe noch eine weitere Frage und die kommt aus Niederbipp von Lars Fankhauser. Wir haben einfach auch zu eurer Information über 120 Leute auch im Online-Stream dabei jetzt heute. Wir haben sehr viele Fragen erhalten und der Lars, der fragt, also Autobatterien sind bestimmt ähnlich dreckig produziert wie unsere Haushaltbatterien. Gibt es nicht Materialien wie zum Beispiel Aluminium oder andere, welche das Lithium in Batterien ersetzen könnten? Also das ist auch so eine Frage mit vielen Facetten. Also erstens mal prinzipiell glaube ich, dass Autobatterien sauberer produziert werden als Haushaltsbatterien, weil, und das Schlimmste sind übrigens Spielzeugbatterien oder aus China. Autobatterien insbesondere von einem OEM wie Deutschland oder so, die unterliegen heute schon relativ strengen Ursprungskontrollen. Oder? Das heißt, wenn jetzt VW Kobalt einbaut in ihr Fahrzeug, kommt das aus kontrolliertem Abbau. Oder? Das heißt, sie haben Nachweise und so weiter. Man spricht in Europa auch, und das ist nur in der Autoindustrie, vom Batteriepass, das heißt ein Nachweis für alle Materialien, die eingesetzt werden. Aber trotzdem, oder? Das wollten wir ja auch mit Circubat angehen. Prinzipiell ist natürlich jeder Abbau von Ressourcen mit Umweltproblemen verbunden und wir müssen im Prinzip versuchen, einen großen Anteil der Materialien wieder in den Kreislauf zurückführen, weil das ist dann einen Lösungsschritt, oder wie wir etwas weniger Raubbau betreiben können. Das Zweite ist die Frage nach schädlichen Materialien. Das ist nicht Lithium, das prinzipiell schädlich ist. Oder? Kobalt ist eine der Themen. Auch hier ist mehr die Abbaubedingungen und das Problem, dass es in einem kritischen Gebiet herkommt. Oder? Aber man arbeitet daran, sagen wir mal, Materialien wie oder Batterien zu bauen, die andere Materialien als jetzt Kobalt oder so Nickel brauchen, zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die haben ein geringeres Umweltschädigungspotenzial beim Abbau als jetzt Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminium, um jetzt auch noch das zu sagen. Aber wichtig ist eigentlich, wenn Sie umweltfreundliche Batterien bauen wollen, dann bauen Sie mit recyceltem Material,
oder? Holen es nicht aus China oder so, sondern aus der Abfallhalde in Europa. Zweitens setzt man nur erneuerbare Energie ein. Also wenn ich mit Photovoltaikstrom eine Batterie baue, ist die viel sauberer, als wenn ich sie mit Kohlenstrom aus China baue, oder? Und das Dritte, brauchen Sie die Batterie doppelt so lang. Und dann ist die Batterie schon halb so dreckig. Oder? Ja. Jetzt haben wir auch einen guten Grund, wie wir unseren Kindern erklären können, damit, dass wir weniger von diesen komischen Spielsachen kaufen sollten. Ne? Ich möchte noch auf den Punkt noch einmal zurückkommen, dass das intelligente Laden zum Beispiel erwähnt. Es gibt eben diese Apps dann, die dir auch sagen, wie du dich verhalten solltest. Gibt es aber so eine Faustregel? Also wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, soll ich das einfach runter nutzen bis nur auf 20 Kilometer? Oder wie soll ich das sagen? Gibt es eine Faustregel, die mir vielleicht das, dass ich nicht das, die ganze Zeit auf das Mobiltelefon schauen muss? Also Faustregel ist die, möglich nicht zu hochladen. Also es ist besser, nur auf 80% oder 70% zu laden. Oder? Das ist die erste Faustregel. Die zweite Faustregel ist häufig nachladen. Also wenn ich jetzt mit 70 bin, fahre ich halt 20 Kilometer, dann fahren Sie pro Tag, oder? Dann warten Sie nicht 7-8 Tage, bis Sie wieder nachladen, sondern kommen Sie nach Hause, stecken Sie ein, laden Sie wieder auf 70. Das ist die größte. Also diese kleinen Hübe sind vorteilhaft und die sogenannte Exposure Time oder die Zeit, in der ich in einem hohen Ladezustand verbringe. Also das ist besser eben bei 70%.